Ich entdeckte meine Ehefrau auf dem Boden im Wohnzimmer. Sie wurde geschlagen, bevor sie erwürgt wurde. Es ist also kein Selbstmord, sondern sicher Mord. François hatte es nicht verdient, so früh zu sterben. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Leider ist es so. Der Fall Ludovic Chabet ist die bizarre Geschichte einer ermordeten Frau, die Geheimnisse hatte. Und ihres Ehemanns, den die Ermittler zu einem Geständnis zwingen wollten. Samstag, 26. Februar 2005. Ambercourt in der Picardie. Um 10.04 Uhr geht bei den Ärzten ein Notruf ein. Es handelt sich um eine junge Frau, Françoise Chabet. Die Nachricht lautete, anscheinend tot, 24 bis 25 Jahre, in der Gemeinde Ambercourt. Verdacht auf Erhängen. Sie liegt im Eingang mit dem Gesicht zum Boden. Sie trägt ihren Schlafanzug und um den Hals einen Schal. Als ich eintraf, waren die Sanitäter schon vor Ort und hatten bereits mit den Wiederbelebungsversuchen begonnen. Françoise Ehemann Ludovic Chabet wartet vor der Tür. Wenige Minuten zuvor fand er seine Frau und wählte völlig panisch den Notruf. Ich entdeckte meine Frau im Wohnzimmer auf dem Boden. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich konnte nicht mehr reagieren. Mein einziger Reflex war, den Notruf zu wählen. Als er sie entdeckte, hatte er absolut keine Vorstellung, was passiert sein konnte. Unfall, Selbstmord oder ein Verbrechen? Zu dem Zeitpunkt schwer zu sagen. Die Nothelfer konzentrieren sich darauf, die junge Frau zu reanimieren. Wir haben mehr als 30 Minuten versucht, die junge Frau wiederzubeleben. Sie konnten nur noch den Tod von Françoise Chabet feststellen. Der Notarzt kam raus und sagte, dass sie alles versucht haben und nichts mehr für sie tun können. Das ist der Satz, den keiner hören will. Sie wurde mit dem Schal, den sie um ihren Hals trug, erwürgt. Mein erster Gedanke war, dass es sich hier um Tod durch Erwürgen handeln könnte. Sofort werden die Eltern des Opfers benachrichtigt. Gegen 11, 11.30 Uhr kam der Bürgermeister. Wir haben versucht, sie zu erreichen. Sie müssen nach Ambercourt. Es ist schlimm. Sie müssen sofort hin. Ich bin sofort hingefahren. Als ich meinen Schwiegersohn sah, ahnte ich, dass irgendetwas mit Françoise war und dass es etwas Schlimmes sein musste. Die Mutter von Françoise ist fassungslos. Man erzählt ihr vom Schal, der um den Hals ihrer Tochter geschlungen war und dass dies auf Selbstmord hinweist. Eine Vermutung, die sich zu bestätigen scheint. Im Haus gibt es keine anderen Spuren. Alle Türen vorne und hinten waren verschlossen. Niemand ist eingebrochen, hat etwas durchsucht. Françoise Eltern wollen nicht an Selbstmord glauben. Vor allem, weil ihre Tochter glücklich war und mit 25 Jahren das Leben noch vor sich hatte. Françoise war ein fröhliches Mädchen. Sie fühlte sich wohl. Sie liebte das Familienleben, die Familienfeiern. Sie fehlt uns sehr. Françoise ist 19 Jahre alt, als sie auf der Berufsschule Ludovic Chabet kennenlernt. Er will Feuerwehrmann werden, sie Pflegerin. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Von nun an verbringen sie ihre gesamte Zeit miteinander. Sie lächelte immer. War immer freundlich und aufmerksam. Ich wollte Feuerwehrmann werden. Sie hat mich immer unterstützt. Es war einfach perfekt. Sie hatte ein sonniges Gemüt, strahlte immer.
Ludovic Chabet arbeitet als Feuerwehrmann in der Kaserne in Montreuil-sous-Bois. Françoise ist mittlerweile Sekretärin in einer Firma für landwirtschaftliche Produkte. 2002 heiraten sie in der Kirche in Rouelcourt. Der Tag unserer Hochzeit war der schönste in unserer Beziehung. Das war ein magischer Tag. Sie dort zu sehen. Entschuldigung. Sie trug ein langes Kleid und wenn sie tanzte, hatte man die Vorstellung, dass sie durch die Luft schwebte. Sie war wunderschön. Elle était magnifique. Ludovic und Françoise kaufen sich ein Haus in Ambercourt, das sie selbst renovieren. Sie waren glücklich, sie waren verliebt. Einmal haben sie erzählt, dass sie nach der Renovierung gerne ein Kind hätten. Die Eltern glauben nicht an Selbstmord. Auch der Notarzt Philippe Bonnel zweifelt diese Version an. Als er im Haus ankommt, fällt ihm etwas Merkwürdiges auf. Der Sanitäter sagte zu mir, dass er den sehr eng gebundenen Schal am Hals entfernt hat, damit die oberen Atemwege frei wurden. Erst dachte ich mir nichts dabei, aber dann habe ich mir die Decke angeguckt und festgestellt, dass es keine Balken oder Ähnliches gab. Wie konnte sich Françoise Chabet mit ihrem Schal erhängen, wenn sie diesen nirgendwo festmachen konnte? Aber das war nicht das Einzige, was den Notarzt überraschte. In meiner langen Zeit als Notarzt habe ich noch nie einen Selbstmord gesehen, bei dem die Person noch Oropax trug. Das wäre in die Geschichtsbücher eingegangen. Eine junge Frau, die mit einem Schal erwürgt wurde, hinter verschlossenen Türen, ohne Einbruchsspuren und ohne Möglichkeit, sich zu erhängen. Der Tod von Françoise Chabet ist für den Moment ein absolutes Rätsel. Um die Fragen zu klären, fordert Dr. Bonnel eine Autopsie des Opfers an. Die Ermittler dürfen sich nicht mit dem ersten Eindruck zufrieden geben. Sie müssen sich sicher sein. Eine Autopsie ist die einzige Möglichkeit, die Todesursache zu erfahren. 3 Tage nachdem Françoise Chabets Körper gefunden wurde, lässt der Autopsiebericht keinen Zweifel. Das Opfer wurde nicht nur erwürgt, sie wurde auch geschlagen. Im Autopsiebericht steht, dass der Magen von Françoise Chabet leer war. Sie hat an dem Tag also nicht gefrühstückt. Laut Autopsiebericht stirbt Françoise Chabet am 26. Februar 2005 zwischen 6 und 10 Uhr morgens. Sie hatte auf der Stirn und am Hinterkopf große Ödeme und Hämatome. Ein Hämatom sogar am Hinterkopf, das zunächst nicht entdeckt wurde. Das bedeutet, sie wurde misshandelt, bevor sie erwürgt wurde. Es ist also kein Selbstmord, sondern Sichermord. Wer hat Françoise Chabet getötet und warum? Hatte die junge Frau trotz ihres zufriedenen Lebens etwas zu verstecken? Die Polizisten bekommen bald Antworten. Nicht alles war rosig. Laut Ludovic, ihrem Ehemann, hatte sich Françoise in den letzten 3 Wochen vor ihrem Tod stark verändert. Einige Wochen vor ihrem Tod lächelte sie immer weniger. Sie bekam kleinere Weinkrämpfe. Später wurden die dann immer häufiger und stärker. Sie sagte zu Dominique, einem Kollegen, nichts wird mehr so sein, wie es war, und brach in Tränen aus. Die Mutter von Françoise wurde einmal Zeuge eines Weinkrampfes ihrer Tochter.
ein herzzerreißender Hilferuf. Das war das erste Mal, dass wir sie so gesehen haben. Sie war sonst immer fröhlich. Deswegen haben wir es nicht verstanden. Ich habe sie gefragt, was los sei, ob sie Probleme bei der Arbeit oder Geldprobleme habe. Das war das erste Mal, dass meine Tochter zu mir sagte, du weißt, ich liebe dich, Mama, ich brauche dich. Das war das erste Mal, dass sie mir das weinend sagte. Ich sagte ihr, dass ich natürlich immer für sie da sei, wenn sie mich brauche. Weder ihre Mutter Lucienne noch ihr Ehemann Ludovic kommen an sie heran und erfahren den Grund für ihre Verzweiflung. Wir haben darüber mit meinen und ihren Eltern gesprochen. Alle haben versucht herauszubekommen, warum sie weinte. Ihre Antwort war immer, dass sie es nicht weiß. Hatte Françoise Chabé große Probleme und sogar ein Geheimnis? Die Polizei versucht, das herauszufinden, um das Rätsel um ihren Tod zu lösen. Und erlebt dabei eine Überraschung nach der anderen. Zehn Tage nach dem Tod ist die Laborüberprüfung des Schals abgeschlossen. Drei DNA-Spuren wurden entdeckt. Von Françoise Chabé, von dem Helfer, der den Schal entfernt hatte, und von Ludovic Chabé, dem Ehemann des Opfers. Die DNA-Mischung befindet sich genau an der Stelle, an der der Schal festgezogen wurde. Die DNA des Helfers vorzufinden, ist logisch. Er hat den Schal gelockert, um Françoise wiederzubeleben. Aber die Polizei fragt sich, wie die DNA des Ehemanns auf die Tatwaffe gelangt ist. Das kann kein Zufall sein, finden die Ermittler. Ludovic Chabé wird zum Haupttatverdächtigen. Seit Beginn der Ermittlungen beschäftigt die Polizisten das Verhalten des Berufsfeuerwehrmannes, als er den leblosen Körper seiner Ehefrau entdeckte. Ein merkwürdiges Verhalten, das auch dem Notarzt Philippe Bonnel nicht entgangen ist. Nachdem Ludovic Chabé den Notruf gewählt hatte, begann er nicht, sie zu reanimieren. In 90% der Fälle mit Herz-Lungen-Stillstand leisten die Zeugen erste Hilfe. Das macht man einfach automatisch. Für mich fühlte es sich an, als sei sie schon seit Stunden tot. Als ich meine Hand auf ihre legte, war die kalt. Das ist nicht alles. Die Sanitäter bemerken ein weiteres, irritierendes Indiz. Als sie ankamen, lag Françoise Chabé auf dem Bauch. Wenn jemand auf dem Bauch liegt, ist es ja wohl das Erste, was man tut, die Person umzudrehen, damit sie besser atmen kann. Und man befreit sie von allem, was die Atmung erschwert. Das war hier nicht der Fall. Sie lag auf dem Bauch. Als ich sie dann umdrehte, hat mich das eine Auge total erschreckt. Es war geschwollen. Ich war so erschrocken, dass ich sie zurück auf den Bauch gedreht habe. Diese Handlung werde ich nie erklären können, da ich nicht verstehe, warum ich es getan habe. Als die Ersthelfer reinkamen, bin ich nach draußen gegangen. Ich wollte nicht sehen, was passiert, denn ich rechnete mit einem Wiederbelebungsversuch. Diese Aktionen traumatisieren einen. Ich wollte das nicht an meiner Frau sehen. Alle stellen sich die gleiche Frage. Hat Ludovic Chabé seine Frau umgebracht, bevor er den Notarzt rief? Ist der junge Mann wirklich um 10 Uhr nach Hause gekommen, wie er angibt? Sein Tagesablauf wird von den Ermittlern überprüft. An dem verhängnisvollen 26. Februar 2005 kommt Ludovic Chabé von einer 48-Stunden-Schicht in der Kaserne in Montreuil-sous-Bois zurück nach Hause. Ich verlasse die Region Paris gegen 8 Uhr.
Ich nehme die Autobahn A1, um nach Hause zu fahren. Gegen 9 Uhr erreiche ich eine Mautstelle. Er durchfährt um 9.01 Uhr die Mautstelle Rouen. Das ist elektronisch erfasst. Er kommt seiner Aussage nach um 10 Uhr zu Hause an. Nach Meinung der Gerichtsmediziner stirbt Françoise Chabet zwischen 6 und 10 Uhr morgens. Die Polizisten versuchen herauszufinden, ob Ludovic Chabet vor 10 Uhr hätte zu Hause sein können. Die Polizisten fahren den Weg von der Mautstelle Rouen zum Zuhause der Chabets ab. Sie fahren schnell, ohne aufs Tempolimit zu achten. Er hätte gegen 9.55 Uhr ankommen können. Es ist also rein theoretisch möglich. Aber es bedarf eines Motives, um zu begründen, warum Ludovic Chabet seine eigene Frau, die er liebte, umbringt. 5 Minuten Zeit, um zu töten. Der Ehemann braucht wirklich einen guten Grund, dieses Verbrechen zu begehen. Die Polizisten hören Ludovic Chabet ab und glauben, das Motiv gefunden zu haben. Sie entdecken, dass er Kontakt zu einer jungen Frau hat. Einer Feuerwehrfrau aus seiner Kaserne, mit der er wohl eine Beziehung hatte. Oder zumindest mal einen Abend verbracht hat. Eine außereheliche Beziehung. Das ist das perfekte Motiv für ein solches Verbrechen. Ein idiotisches Motiv, das sie da 2 Monate nach Françoise Tod entdeckt haben wollen. Er soll also seine Frau umgebracht haben, um eine Beziehung zu einer Kollegin zu vertuschen. Aber es gibt keinen Hinweis auf diese Beziehung vor dem Tod von Françoise Chabet. Nach Françoise Tod habe ich mich ihr vielleicht ein bisschen anvertraut. Ich brauchte jemanden zum Reden. Eines Abends sind wir uns näher gekommen. Wir hatten einen One-Night-Stand. Vielleicht suchte ich einfach ein bisschen Zärtlichkeit. Das reicht aus, um Ludovic Chabet in Polizeigewahrsam zu nehmen. Ludovic Chabet ist der ideale Schuldige. Um ihn zu einem Geständnis zu bringen, sind den Polizisten viele Mittel recht. Am 2. Mai 2005 muss Ludovic Chabet zur Polizei. Der Mann, der 2 Monate vorher seine Frau verloren hatte, hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Als ich in die Eingangshalle komme, wartet bereits ein Polizist auf mich und sagt mir, dass ich in Polizeigewahrsam komme. Ich hatte keine Ahnung, was die vorhatten. Ich fragte mich, warum. Ludovic Chabet weiß noch nicht, dass seine DNA auf dem Schal gefunden wurde. Auch nicht, dass er abgehört wurde und die Polizisten von seiner Kollegin wissen. Es ging erst mal mit normalen Fragen los. Wie ich Françoise behandelte und sowas. Der Feuerwehrmann ahnt nicht, was die Polizisten vorbereitet haben. Sie wollen seine Schwachstelle finden. 32 Stunden lang versuchen sie dem Ehemann ein Geständnis abzuringen. Die Polizisten wechselten sich immer ab. Manchmal standen mehrere um mich rum. Er wird immer von 2 Ermittlern verhört, ohne eine einzige Pause. Das treibt dich an den Rand der Verzweiflung. In Polizeigewahrsam wird er 9-mal befragt. Zu Beginn streitet er die Tat heftig ab und beteuert klar und deutlich seine Unschuld. Dann wurde der Ton lauter. Für sie war klar, dass ich sie umgebracht hatte. Sie sagten zu mir, geben Sie zu, dass Sie es waren. Sie setzen illegale Maßnahmen ein. Sie verwickeln die Mutter und die Schwester von Ludovic Chabet in die Geschichte. Irgendwann legten sie mir Handschellen an und brachten mich auf einen Gang. Auf der anderen Seite einer Scheibe sah ich meine weinende Mutter. Da sagten sie zu mir, dass sie ins Gefängnis geht, wenn ich nicht gestehe.
Ludovic Chabet ist in die Enge getrieben. Er ist verzweifelt und gesteht die Tat. Er habe Françoise umgebracht, aber es soll ein Unfall gewesen sein. Er beschreibt, wie er und seine Frau Françoise ein Spiel spielten. Er schlägt die Hände aneinander und sie muss in die Knie gehen und sich vor seinen Händen wegducken. Wenn sie nicht schnell genug reagiert, kriegt sie einen Schlag an den Kopf. Sie haben also dieses Spiel gespielt. Françoise soll also an einem simplen Spiel, das eine schlechte Wendung nahm, gestorben sein. Die Beschreibungen von Ludovic Chabet wirken sehr merkwürdig. Das passt überhaupt nicht zu den Aussagen der Gerichtsmediziner. Sie sind sicher, dass Françoise erwürgt wurde. Zu keinem Zeitpunkt spricht er davon, dass er versucht hat, sie mit dem Schal zu erwürgen. Danach will er nichts mehr sagen. Für die Eltern von Françoise Chabet ist diese Wendung ein Schock. Ich schlage die Zeitung auf und lese, dass Ludovic gestanden hat, Françoise im Spiel geschlagen zu haben. Ich kann es nicht glauben, dass meine Tochter aufgrund eines Spiels tot ist. Das war hart für mich. Da er selbst gestanden hatte, gab es für uns aber keine Zweifel daran. Wir sind überrascht. Überrascht. Schockiert. Na klar. Ein Verfahren wird gegen den Ehemann eingeleitet. Ludovic Chabet kommt in Amiens in Untersuchungshaft. Kurz nach seiner Ankunft dort schreibt der Feuerwehrmann einen Brief an seine Eltern, in dem er seine Unschuld beteuert. Er schwört, dass er Françoise nicht umgebracht hat. Ich habe einen Brief an meine Eltern geschrieben, um zu erklären, wie das Polizeiverhör verlaufen ist. Ich habe ihnen gesagt, dass ich diese Geschichte über das Spiel erfunden hatte. Der Feuerwehrmann schreibt, dass die Polizisten ihm die Geschichte dieses makaberen Spiels vorgegeben hätten. Ich hätte niemals an sowas gedacht. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Schläge auf die Schläfe. Ludovic Chabet bestreitet nun wieder alles, so wie er es zu Beginn auch getan hat. Er sagt, dass er nichts mit dem Tod seiner Frau zu tun hat. Aber das Abstreiten des Feuerwehrmanns hilft nichts. Denn eine neue Zeugenaussage wird Ludovic Chabet belasten. 7 Monate nach dem Tod von Françoise Chabet kommt eine unverhoffte Zeugin zur Polizei. Es ist Claudine, die Nachbarin des Pärchens. Wir kannten die Nachbarin nicht. Wir haben uns nur ab und an mal gegrüßt. Am Morgen des Mordes arbeitet Claudine auf ihrem Hof, gut 100 Meter vom Haus der Chabets entfernt. Bei ihrer Anhörung gibt die Nachbarin zu Protokoll: Nach Aussage der Nachbarin war Françoise also um 9.30 Uhr noch am Leben. Sie will gesehen haben, dass Ludovic deutlich vor 10 Uhr nach Hause gekommen sei. Bleibt die Frage, warum sie erst 7 Monate nach dem Tod von Françoise Chabet aussagt. Quoi demander de mieux? Was kann man erwarten von dieser späten und merkwürdigen Aussage? Von jemandem, dessen eigener Ehemann sogar sagt, dass man sie nicht für voll nehmen kann und dass sie recht unausgeglichen sei. Aber egal, denn sie hat gerade die Vermutungen der Ermittler und des Haftrichters bestätigt. Das passt daher sehr gut. Hinzu kommt, dass ein anderer Zeuge die Aussagen der Nachbarin untermauert, der Notarzt Philippe Bonnel. Seiner Meinung nach ist Françoise Chabet erst gestorben, als er kam,
also um 10.16 Uhr. Im Fall von Frau Chabet gab es keine Anzeichen von Leichenstarre. Wenn es so eine Starre schon gegeben hätte, hätten wir überhaupt nicht mit der Reanimation der jungen Frau beginnen können. Ihr Körper hatte noch die normale Temperatur. Wenn Françoise Chabet um 9.30 Uhr noch lebte und Ludovic vor 10 Uhr nach Hause gekommen ist, scheint alles auf den Ehemann des Opfers als Schuldigen hinzuweisen. Ludovic Chabet hat im Gefängnis keine Hoffnung mehr. Niemand glaubt an seine Unschuld. Aber 9 Monate nach diesen unglaublichen Ermittlungen entdecken die Polizisten etwas, das alles wieder in Frage stellt. Die Auswertung des Telefons des Opfers wird veröffentlicht. Endlich entdecken die Ermittler, welches Geheimnis Françoise Chabet vor ihrer Umgebung versteckte. Sie hatte in den letzten Monaten ihres Lebens regelmäßig telefonischen Kontakt mit einem ihrer Kollegen. Das war das Geheimnis. Von dieser Beziehung wusste niemand. Als es bekannt wurde, konnte niemand glauben, dass es jemand aus dem Arbeitsumfeld war. Sie trauten ihren Ohren nicht. Wie alle Angestellten der Firma, in der Françoise arbeitete, wurde auch dieser Kollege nach dem Mord von den Polizisten befragt. Damals sagte er aus: Er kenne Françoise zwar, aber dass sie nicht mehr als Freunde waren. Dass er sie unterhaltsam fand. Dass sie nur beruflich miteinander zu tun hatten. Als der Mann mit der telefonischen Auswertung konfrontiert wird, liefert er den Ermittlern eine neue Version der Geschichte. Er muss die Häufigkeit der Anrufe erklären. Da gibt er zu, dass sie sich doch nahe gestanden haben, dass sie viel kommunizierten, dass sie häufig telefonierten, dass sie eine Art Freundschaft auf der Arbeit pflegten. Die Ermittler hören sich erneut seine erste Aussage von vor 8 Monaten an. Da bemerken sie, dass der Mann ihnen damals ein sehr interessantes Detail lieferte. Er, der Françoise laut den Protokollen nicht gut gekannt haben soll, telefoniert jeden Abend bis zum 1. Februar mit ihr und teilt den Ermittlern mit, dass man seine DNA auf der Tatwaffe finden könne. Denkt er, dass er DNA-Spuren hinterlassen hat? Wenn ich Ermittler gewesen wäre, hätte es bei mir gleich Klick gemacht und ich hätte mich sofort für diesen Mann interessiert. Die Polizisten interessierten sich nicht für ihn. Wahrscheinlich, weil sie von Anfang an auf den Ehemann fixiert waren. Dass der Mann damals nichts von seiner Beziehung zu Françoise Chabet sagte, liegt daran, dass er verheiratet ist. Er hat ein Familienleben, eine schwangere Frau. Daher möchte er natürlich nicht, dass die außereheliche Beziehung ans Licht kommt. Er behauptet, nur einmal Sex mit ihr am Arbeitsplatz gehabt zu haben. Im Oktober oder November 2004 zwischen 12 und 14 Uhr. Das soll das einzige Mal gewesen sein. Mehr sei nicht passiert. Beide einigten sich darauf, dass das nicht weitergehen dürfe. Und dass sie Freunde bleiben würden. Aber ein Anruf weckt die Neugier der Polizisten. Ein Anruf vom 2. Februar, 3 Wochen vor dem Mord, der 13 Minuten dauerte. 13 Minuten und danach telefonieren sie nie wieder. Am Vorabend dieses letzten Telefonats sagt ihm seine Frau, dass sie ein Kind bekommen werden. Hat er sich beim Telefonat von Françoise getrennt? War sie traurig über das Ende ihres Abenteuers? Oder hat sie ihm gedroht, alles zu verraten?
Bien l'a-t-elle menacée de tout révéler? Wir wissen es nicht. Aber es ist sicher, dass die Schwangerschaft in ihrem letzten Gespräch erwähnt wurde. Richterin Karen Stella entscheidet, den Liebhaber des Opfers in Polizeigewahrsam zu nehmen. Ergebnis ist, dass er nichts Konkretes sagt. Er erinnert sich immer noch nicht, was sie an diesem 2. Februar 2005 gesagt haben. Sie hatten einmal Sex in der Küche der Firma. Mehr sagt er nicht. Ich habe immer gedacht, dass der Grund dafür, dass er nicht die Wahrheit sagte, seine Ehe war. Denn diese Geschichte mit Françoise Chabet hatte seine Ehe auf eine harte Probe gestellt. Der Liebhaber schweigt weiter zu dem mysteriösen 13-Minuten-Telefonat. Und er hat ein Alibi für den Morgen des Mordes. Sein Alibi für den Morgen des 26. Februar war Heimwerken. Er hat Fliesen verlegt. Er hat erst im Laufe des Tages durch einen anderen Kollegen von Françoise Tod erfahren. Er sagt, dass ihn das sehr schockiert hat. Zum Beweis hat er eine ganze Liste von Einkäufen vorgelegt. Wir haben sein Handy lokalisieren lassen. Man konnte nichts finden. Er hat es wohl nicht benutzt. Davon kann man also nichts ableiten. Wir finden keine Spuren dieses Burschen. Nirgendwo. Nichts, was ihn mit dem Tatort in Verbindung bringt. Der Liebhaber darf die Polizeistation verlassen. Sein Alibi wurde überprüft. Kein Vorwurf kann aufrechterhalten werden. Das ist das totale Durcheinander. Es hat fast ein Jahr gedauert, zu entdecken, dass das Opfer einen Liebhaber hatte, dass sie ein entscheidendes 13-Minuten-Telefonat führten. Aber man schafft es nicht herauszufinden, was die beiden sich gesagt haben. Im März 2006, ein Jahr nach dem Tod von Françoise, erwirkt der Anwalt von Ludovic Chabet die Freilassung seines Klienten. Aber für den Feuerwehrmann geht der Albtraum weiter. Er erfährt von seinem Anwalt von der außerehelichen Beziehung seiner Frau. Das hatte er bis dahin nicht gewusst. Als er mir das gesagt hat, dachte ich, dass er sich in der Akte geirrt haben muss. Ich habe mir gesagt, dass Françoise sowas nicht macht. Das passte nicht zu Françoise. Sie war eine zurückhaltende Person. Ludovic Chabet ist auf freiem Fuß. Trotzdem bleibt er auch ohne Beweise der Hauptverdächtige für den Mord an seiner Frau. Nach Meinung der Ermittler und der Justiz ist am 25. Februar 2005 Folgendes passiert. Ludovic kommt um 9.50 Uhr von der Arbeit zurück. Seine Frau wartet auf ihn. Sie gesteht ihm ihre Untreue. Vor Wut schlägt Ludovic ihr ins Gesicht und erwürgt sie dann mit dem Schal. Aus Panik versucht der junge Feuerwehrmann nicht, sie wiederzubeleben. Am 7. Juni 2013 beginnt der Prozess gegen Ludovic Chabet vor dem Geschworenengericht in Amiens. Werden die Geschworenen Licht in eine 8 Jahre alte Geschichte bringen? 2006 wurde Françoise Chabet tot aufgefunden, erwürgt in Ambercourt im Département Somme. Ihr Ehemann hatte den Notruf gewählt. Dieser Feuerwehrmann aus Paris findet sich heute auf der Anklagebank wieder. Ihm wird der Mord angelastet, aber er beteuert seine Unschuld. Ich habe große Angst. Ich hätte nie gedacht, mal auf der Anklagebank zu sitzen. Seit 8 Jahren haben die Eltern von Françoise Ludovic Chabet nicht mehr gesehen. Nach all den Ermittlungsjahren sind sie weiter ratlos. Ich versuchte ihn direkt anzugucken, aber er schaute woanders hin. Er guckte mich nicht an. Er senkte häufig den Blick.
Versetzen Sie sich mal in meine Situation. Er war wie unser Sohn. Er stand vor uns und ist des Mordes an unserer Tochter angeklagt. Was sollten wir da denken? Ich spürte, dass sie mich angucken und dass ihre Blicke voller Hass waren. Das war nur schwer zu ertragen. Ich hatte Lust, sie anzuschreien. Ich bin unschuldig. Vor Gericht erscheint der Feuerwehrmann wie gelähmt. Das ist nicht zu seinem Vorteil. Als man mir eine Frage stellte und ich mich erhob, war da wie eine Barriere. Ich konnte nicht mehr. Ich war wie blockiert. Ich antwortete nur ja, nein, vielleicht. Ich verteidigte mich in keinster Weise. Er war überhaupt nicht überzeugend. Er war nie besonders überzeugend. Ludovic Chabé ist kein Mann der großen Worte. Er war nicht gewöhnt, vor Publikum zu sprechen. Die Verhandlung konzentriert sich auf eine einzige Frage. Warum hat Ludovic Chabé, immerhin Berufsfeuerwehrmann, nichts unternommen, um seine Frau wiederzubeleben, wenn er doch unschuldig ist? Das ist nicht die Reaktion von jemandem, der ein Leben retten möchte. Er war ja immerhin Feuerwehrmann in Paris. Ich dachte, sie sei schon seit mehreren Stunden tot. Man weiß nicht, ob es noch Hoffnung gibt oder nicht. Man ist voller Panik. Man ist nicht mehr Herr seiner Sinne, seiner Handlungen. Man hat den Eindruck, dass das Gehirn weder die Arme noch die Beine lenkt. Das Ganze hat einen Namen: Schockstarre. Durch die Aussage einer Zeugin, Claudine, die Nachbarin der Chabés, nimmt der Prozess eine andere Richtung. Als Claudine sagt, dass sie Françoise um 9.30 Uhr am Fenster gesehen hat, dachten wir uns, da muss sie noch gelebt haben. Und da Ludovic um 10 vor 10 heimkam, kann es also nur Ludovic gewesen sein. Die Zeugenaussage von Claudine bestärkte die Theorie, Ludovic Chabé hat an diesem Morgen Françoise umgebracht. Aber auch der Kollege von Françoise, mit dem sie die Affäre hatte, wurde befragt. Es war das erste Mal, dass Ludovic Chabé ihm gegenübersteht. Ich sah, wie er reinkam. Und da fragte ich mich, ob er Françoise umgebracht hatte. Die Anhörung war sehr streng. Der Staatsanwalt führte ihm seine Aussagen vor Augen. Er befand sich in einer schlechten Position. Es war, als ob er selbst auf der Anklagebank saß. Trotz seiner unterschiedlichen Aussagen beharrt Françoise Liebhaber unbeirrt auf seine Unschuld. Und Beweise gegen ihn gibt es nicht. Nach 5 Prozesstagen ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Das Schicksal von Ludovic Chabé hängt an ihrer Entscheidung. Nach 2 Stunden wird das Urteil gesprochen. Der Feuerwehrmann wird zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Als ich den Richter hörte, wie er sagte, dass ich zu 12 Jahren verurteilt sei, war das eine Katastrophe. Ich konnte es nicht fassen. Ich musste zurück ins Gefängnis. 12 Jahre sind ganz schön lang. Und ich wurde für einen Mord verurteilt, den ich nicht begangen habe. Als die Strafe von 12 Jahren verlesen wurde, sagte mein Mann, das ist eine Lektion für ihn. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gedacht, das Wichtigste ist, dass er jetzt verurteilt ist, dass er für das bezahlt, was er getan hat. Denn Françoise hatte es nicht verdient, so jung zu sterben. Ludovic Chabé kommt sofort in Haft. Am nächsten Tag legt er Berufung ein. 2 Jahre später, im Juni 2015, beginnt der Berufungsprozess gegen Ludovic Chabé in Beauvais.
Es ist seine letzte Chance. Als ich in den Gerichtssaal kam, hatte ich noch mehr Angst als in Amiens. Denn ich wusste, dass es meine letzte Chance war. Das war schrecklich. In meinem Kopf hatte ich nur ein einziges Wort. Freispruch, Freispruch. Die Zeugen sind dieselben wie in Amiens. Aber in diesem Prozess geht es hauptsächlich um die Uhrzeit der Tat. Das ist ausschlaggebend. Wenn man es schafft, die Todeszeit zu bestimmen, kann man Ludovic Chabet entweder überführen oder freisprechen. Der Gerichtsmediziner wird angehört. Der Anwalt von Ludovic Chabet spielt seine letzte Karte. Er hat eine Unstimmigkeit im Autopsiebericht entdeckt. Ich habe bemerkt, dass die Berechnungen völlig falsch waren. Denn 30 Minuten lang wurde versucht, sie wiederzubeleben. 30 Minuten, in denen das Blut zirkuliert, die Organe mit Blut versorgt werden und wodurch sich der Zeitpunkt der Leichenstarre verschoben hat. Der Gerichtsmediziner gibt zu, diese halbe Stunde der Reanimation nicht einberechnet zu haben. Wenn er es getan hätte, hätte er den Tod auf spätestens 9.30 Uhr und nicht 10 Uhr datieren müssen. Am Ende seiner Berechnungen legt er 9.30 Uhr als spätesten Todeszeitpunkt fest. Da keimt wieder Hoffnung auf. Ich war ein wenig erleichtert, weil der Todeszeitpunkt der einzige Schlüssel war, um aus dieser Situation rauszukommen. Um 9.30 Uhr konnte Ludovic Chabet nicht zu Hause sein. Er war auf dem Rückweg aus der Kaserne. Nach 6 Tagen Verhandlung verkündet das Gericht sein Urteil. Ich hatte den Kopf in den Händen und ich sagte mir nur, Freispruch, Freispruch, Freispruch. Und das Einzige, was ich von der Vorsitzenden hörte, war Nein. Ich dachte also, Nein zum Freispruch. Ich dachte, ich wäre verurteilt. Dann kam Anwalt Vallon auf mich zu, weil er sah, dass ich nicht aufstand, nicht reagierte, weinte. Er sagte mir, dass ich zu meiner Familie gehen soll. Kaum zu glauben. Für die Eltern von Françoise ist dieser Freispruch ein Albtraum. Das ist wie ein Messerstich in die Brust. Meine Tochter ist an diesem Tag das zweite Mal gestorben. Bis heute ist der Mörder von Françoise Chabet nicht gefunden worden. Das Verfahren gegen Ludovic Chabet ist definitiv abgeschlossen. Er ist freigesprochen. Diese Entscheidung ist final. Aber der Tod von Françoise Chabet bleibt ein ungelöstes Rätsel. Die juristische Wahrheit ist, dass es nicht der Ehemann war und dass die Ermittlungen auch keine Beweise gegen den Liebhaber ergeben haben. Das Geheimnis ist mit ihr ins Grab gegangen. Leider. Möge derjenige, der diese Tat begangen hat, sprechen, damit wir eines Tages unseren Frieden finden können.